Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. In der letzten Folge haben wir hier mal ein bisschen geträumt von schönen Fahrzeugen, die wir uns hoffentlich bald kaufen können. Hier oben haben wir nämlich den Fahrzeughändler unseres Vertrauens und mit dem werden wir in Zukunft noch ein paar Geschäfte eingehen. Das Ding will ich haben, den Buggy möchte ich haben, 145 PS Traktor da hinten. Mega, mega geil. Weil ganz ehrlich, das Ding kotzt mich jetzt schon an. Auch wenn wir es geschenkt bekommen haben. Okay, wir haben einen viel, viel kleineren Anhänger. Das war der, den wir geschenkt gekriegt haben. Sehen wir denn... Ne, wir sehen gar keine Statistik, ne, wie viel hier reinpasst oder so. Nö, schade. Na gut. Dann lasst uns den mal ankoppeln. Sehen wir das jetzt? Abschleppwagen rufen, alter Traktor. Holzfäller, Erbauer, Plantagen, eins mit der Natur, glücklicher Mann, da brauchen wir bestimmt eine Frau für. Fähigkeit, verlorene Schatztruhen zu finden. Finde Truhen mit einfachem Essen und günstigen Gegenständen. Finde Truhen mit wertvolleren Gegenständen. Finde Bonusgegenstände und Geld. Oh, wir können anscheinend Truhen finden. Okay. Erhöht die Fähigkeit des Sammelns in der Natur. Sammeln von Pilzen und Beeren und Kräuter. Ah, okay, wir erlernen ja tatsächlich noch eine ganze Menge Fähigkeiten. Das hätte ich nicht gedacht. Also man kann das Spiel eigentlich nicht Holzfäller-Simulator nennen, weil es geht hier doch um noch so viel mehr. Es wäre eine Beleidigung für das Spiel. Also sage ich es auch nicht mehr. Wir nennen es Landeleben-Simulator. Das trifft es doch besser. Ja, aber cool, da können wir noch schön in die Pilze gehen. Ein paar Champignons pflücken. Dann müssen wir nochmal zu einer Pilzberatungsstelle, dass wir auch ja keinen giftigen Außersehen mit drin haben. Und dann kann unsere Frau den ganzen Spaß kochen. Oh, was war denn mit ihm? Hat er die Kurve nicht gekriegt oder kam der aus dem Wald? Ganzen Transporter voll mit Champis? Könnte sein. Ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin hier... Weil ich gesagt habe, unsere Frau kann das dann kochen, dass ich hier so komplett altmodisch denke. Nein, das Spiel denkt so. Ich kann nichts dafür. Es stand da, als wir bei uns im Keller waren, dass wir die Lebensmittel da hinlegen sollen, damit unsere Frau das alles Schönes zubereiten kann. Müssten wir bloß mal noch eine finden. Dabei sind wir so ein gut aussehender Typ mit so einem schönen Holzfällerhemd. Muskelbepackt. Aber die richtige kam leider noch nicht. Wir können uns auch keine bestellen für einsame Nächte. Aber vielleicht kommt die Funktion noch. Aber da ist das Geld viel zu schade für. Brauchen wir ja fast einen Baum. Obwohl, ein Baum sind 450 Euro. Da kriegen wir schon eine relativ gute dafür. Okay. Ich habe ja gesagt, wir rechnen ab jetzt alles in Bäume um. Also so ein Drittel Baum wäre eine Nacht. Mit einer professionellen ungefähr. Und ich weiß natürlich nicht, was das kostet, das war alles nur Vermutung. Lasst uns die Späne einsammeln. Und dann auf zum Verkauf. Enter, Silo für Holzspäne. Oh, bitte nicht daneben. Passiert da gerade was? Haben wir das jetzt... War's das? Okay, es scheint's gewesen zu sein. Dann fahren wir mal. Was stand denn da vorne? Jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Aber ich glaube, etwas um die 3000, also über 3000 waren das, ne? Ach, jetzt müssen wir ja mit dem langsamen Traktor dahin. Kriegen wir das Ding nicht. Hat das Teil hier eine Anhängerkupplung? Nee, ne? Ach, Mist. Hätte ich gerne da dran angehangen. Naja, dann fahren wir einmal mit unserem super langsamen Traktor. Mal schauen, ob wir uns später noch eine Pritsche kaufen können. Also so ein LKW mit Anhängerkupplung. Das wäre natürlich schön. Müssen wir nicht jedes Mal mit dem Traktor so einen weiten Weg fahren. Und die ganzen Autofahrer hinter uns nerven, weil die nicht überholen können. Anhänger heben wäre Taste R. Mache ich jetzt aber mal nicht, sonst haben wir den ganzen Mist hier auf der Straße. Wäre zwar auch sehr lustig, aber verschwendetes oder verschenktes Geld. Also ich glaube, die Transporterfahrer mit den grünen Transportern, die sind nicht ganz so fahrsicher unterwegs.
war schon der nächste, der fast in die Leitplanke geprallt ist. Na komm, 12 km/h berghoch. Das sind Minimum 800 PS, die dort runter stecken. Ja, wird die gefühlte Ewigkeit dauern, aber wir kommen halt nicht drum herum. Sieht schon aus wie Holzspäne, die hier drin sind. Sah halt nur nach sehr wenig aus, was dort rauskam, obwohl es ja über 3 Tonnen sein sollten, aber okay. Bin jetzt auch nicht traurig drüber, wenn die Animation schneller vorbei ist. Ist alles Zeit, die wir haben. Und damit, oder in der wir dann hier schon losfahren können. Tempomat werde ich mal anmachen, macht mir das Leben etwas einfacher. Hier mussten wir links. Was ist denn da vorne für ein cooles Gebäude? Moment, ich muss mich mal kurz auf die Straße konzentrieren. Das da hinten gucken wir uns auch nochmal an. Ich hoffe doch auch sehr, dass es hier eine Schule und eine Kita gibt, wenn wir denn demnächst eine Frau finden sollten und uns dazu entscheiden, uns näher zu kommen ohne Gummi. Dann wäre das natürlich schon schön, wenn wir hier nicht erst eine Stunde fahren müssen. Damit klein Kind. Alter. So, das ist das, was hier vorne rauskam. Das sah gerade aus, als würde der Kopf dampfen von dem netten Tier vor uns. Ja, dass wir nicht so lange fahren müssen, wegen Kind und so. Das wäre schon wunderschön. Ansonsten kriegt es einfach schon mit 3 Jahren einen Traktorführerschein. Mal ich einfach per Paint. Druck den aus und ich hoffe, die Polizei wird es nicht merken. Oh, wir sind gleich da. Dann können wir hier vorne die Holzspäne noch verkaufen. Ist eigentlich auch nicht so schlimm, wenn der ganze Spaß hier mal ein bisschen länger dauert. Ist zwar nicht das Spannendste, was passieren kann, aber wir müssen so oder so Zeit rumkriegen. Unser größter Gegner, wie wir gemerkt haben, ist ja die Zeit. Von daher gar nicht mal so wild. Sind wir denn bald da? Ja, sind bald da. Hier oben war die Tankstelle, genau. Und jetzt können wir hier schon reinfahren. Sieht danach aus. Ja, da ist auch ein Tor. Mal gucken, ob es sich wieder automatisch öffnet. Sieht gar nicht so nach elektrischem Tor aus, aber okay. Schnell. Ach, guck mal, mit dem Traktor können wir nicht mal zu schnell ans Tor ranfahren. Alles kein Problem. Mit unserem schönen Traktor. Hier ist die Holzspäne hier rechts, genau. Dann fahren wir einmal hier drauf und gucken, dass wir nichts verschütten, sonst kriegen wir Ärger. Und, können wir jetzt verkaufen? Oder müssen wir wirklich anheben und den Spaß hier raus? Ich glaube, wir müssen das anheben. Bisschen Angst davor. Oh oh. Ah doch, und da oben kommt das Geld. Leider steht gar nicht da, wie viel es ist. Wir hatten 2400 noch was, ne? Und jetzt haben wir 3,7, also ungefähr 1,2, 1,3 hat das gebracht. Die Preise standen doch auf der Karte da, ne? Holzspäne. 360 Euro pro Tonne. Und wir haben gerade 1200 bekommen und etwas über 3 Tonnen hatten wir, also ja, haut hin. Anhänger wieder runter. Und dann geht's auch schon wieder zurück. War ein kurzes Vergnügen, wollte ich sagen. Dafür, dass wir so lange gefahren sind. Aber naja. Ach, Mist. Ich verstehe auch nicht, warum der gerade beim Rückwärtsfahren so krass eingeschlagen hat. Ich habe nicht mal gelenkt. Ich bin einfach nur gerade rückwärts gefahren. Mann, Mann, Mann. Oh, wieder zurück. Wir hinterlassen wieder ein paar Spuren. Und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir auch demnächst zur Botanikerin Lilly, damit wir mal wieder ein bisschen Abwechslung kriegen. Aber ich bin aktuell etwas geldgeil. Denn ich möchte ein schönes Auto haben. Dann können wir hier mit einer 200 über die Landstraße brettern und sind innerhalb von 10 Sekunden überall. Das wäre schon mega geil. Haben da was? Nö. Dann fahren wir wieder zurück. Ich lasse es jetzt erstmal in der Ansicht. Wie gesagt, wenn wir einen Anhänger dran haben, ist mir das schon lieber als so hier. Dann würde ich schon ganz gerne sehen, ob wir anecken mit dem Teil.
Oder vielleicht ein kleines Kaninchen haben, was die ganze Zeit am Hinterrad mitschleift. Das wäre schon schön, wenn wir das sehen würden. Naja, und dann gucken wir mal. Trocknen muss es ja alles noch. Komplett voll ist es aktuell nicht. Das heißt, wir könnten eventuell noch ein paar Bäume fällen und den Spaß noch reinpacken. Und kümmern uns dann mal noch um die Quest, die wir haben. Damit nebenbei schön getrocknet wird und wir keine Zeit verschwenden. Also im Idealfall müssten die Trocknungsanlagen immer komplett voll sein. Alles andere ist verschenkte Zeit. Ein Hirsch und ein Wildschwein, zwei Wildschweine sogar, die verstehen sich anscheinend wirklich relativ gut. Ah nein, falsche Taste, ich wollte Tempomat. Hä? Jetzt aber. Hatten wir ja schon ganz paar Mal hier im Spiel, dass die nebeneinander standen und geschmust haben. Ist doch schön. Ach, wie lahm das Ding ist. Aber wir haben gar keine Autos hinten. Ach doch. Eine kleine Schlange hat sich gebildet. Und die bleiben immer extremst weit entfernt stehen. Genauso passieren Phantomstaus. Statt die langsam hinterherfahren, fahren die immer schnell ran, bremsen ab, bleiben stehen. Mann, Mann, Mann. Weder umweltschonend noch spritsparend. Und für den Verkehrsfluss auch nicht vorteilhaft. Können alle kein richtiges Auto fahren hier. Oder können nicht richtig Auto fahren. Schlimm, schlimm. Schlüm mit Ü. Das ist ganz schlüm, was die hier machen. Es geht bergab. Dann schaffen wir vielleicht sogar mal die 25, 26, 27. Ich bin gespannt. Nö. Das ist das Tempomat. Dass das nicht schneller geht, wenn ich jetzt selber drücke, auch nicht. Also wenn wir berghoch fahren, dann werden wir extrem langsam, aber bergab wird es nicht schneller. Ärgerlich. Naja, dann können wir auch wieder Tempomat anmachen. Und fahren wieder zurück zum Sägewerk. Wie sieht's denn aus? 12.33 Uhr, 81 Schlaf, das geht eigentlich noch. Essenstechnisch sieht es auch noch gut aus. Notfalls hauen wir uns da mal einen Apfel rein. Ui, schon wieder einer mit dem grünen Transporter. Die sind einfach verrückt. Gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Lernt Autofahren. Und den stellen wir jetzt einfach direkt hier vorne ab. Denn ich habe gar keine Lust mehr, mich mit dem Teil fortzubewegen. Also, hier trocknet alles. Wir gucken nochmal ganz schnell. Die sind alle auf 100. Die haben alle 69, auch 69 und 68 und die sind bei 70. Okay, das heißt auf jeden Fall eine Woche schlafen, dann haben wir schon wieder eine Ladung voll. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal direkt. Dann verschwenden wir wieder Zeit, wir müssen eigentlich Holz fällen. Wie viel passt denn noch rein? 1, 2 bloß noch, ne? Die waren voll und die waren, ne, hier auch noch, also 3. Und hier, 4 Paletten passen rein. Das heißt, 8 Holzstämme bräuchten wir, damit wir die 4 Paletten voll kriegen. Dann machen wir das noch schnell. 2,5 Bäume gefällt, das mag alles noch gehen. Ist nicht so wild. Abkoppeln. Schnappen wir uns wieder unseren Greifarm. Und dann geht's mal weiter etwas Holz fällen. Das wird zumindest erstmal alles voll machen. Wir machen es dann sowieso gleich wieder etwas leerer, weil wir danach eine Woche schlafen und dann sind ja die ersten Paletten trocken und dann können wir die schon wieder verkaufen. Also es läuft doch tatsächlich relativ flüssig, dass wir hier immer wieder fahren und fällen können. Einen haben wir schon. 8 Stück brauchten wir, hatte ich gesagt. Also geht's doch jetzt mal hier ans Eingemachte. 3 Stück kommen ja meistens raus, das heißt nach 2 Bäumen hätten wir 7. Schade, dann müssen wir doch noch einen mehr fällen, also 3 Bäume werden jetzt gefällt. Vielleicht säge ich doch schon mal den nächsten, wenn der erste noch umfällt, weil das spart alles Zeit. Weil wenn er jetzt mal guckt, der fällt gerade noch. Da haben wir hier schon wieder ein Drittel von gesägt. Wir müssen sehr zeitsparend arbeiten. Sonst wären wir nie reich. Der hat ganz schön dürre Knöchel, also hier vorne am Arm. Ein bisschen komisch aus, die Hand, dafür, dass er so muskelbepackt ist. So, 1, 2 und hier Nummer 3.
fallen die denn eigentlich genau immer in die andere Richtung, in der wir stehen? Das wäre auch nochmal interessant, dass wir nicht wieder den Baum komplett über unseren Zaun werfen. Wir schauen mal. Ah, die fallen meistens immer genau andersrum, ne? Okay, also müssen wir auch ein bisschen gucken, von welcher Seite wir sägen. Sonst hätten wir das Ding jetzt gerade auf unserem Grundstück wieder gehabt. Okay, einmal entasten. Boah, ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht. Okay, der ist zerteilt. Haben wir Nummer 2 auch noch. Schnell entasten, zerteilen und dann noch Nummer 3. Also es geht eigentlich relativ schnell. Vielleicht können wir uns auch... Ah, obwohl... Wir haben ja dann noch weiter entfernte Grundstücke, die wir kaufen werden. Dann müssen wir ja jedes Mal... Obwohl, nee, wir müssen nicht jedes Mal zum Sägewerk. Wir hauen die ja einfach in den Fluss. Na, ein Glück, dass das mit dem Fluss so funktioniert. Sonst hätten wir ewig weite Wege. Oder hätten halt noch ein Sägewerk bauen müssen. Aber das erspart uns das liebe Spiel. Vielen Dank. Und gleich haben wir es geschafft. Sehr gut. Sind alle zerteilt und entastet. Lasst es uns schnell aufladen. Können wir es dann auch gleich hier vorne in den Fluss werfen? Bestimmt, oder? Der Fluss ist ja auf unserer Seite. Oh Mist, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe gerade zum Fluss geguckt und nicht hierhin. Und das Ding lässt sich so schwer lenken. Jetzt. So. 1. Nummer 2. Und Nummer 3 liegt da vorne. Kriegen wir so nicht. Na, so langsam habe ich ein bisschen den Dreh raus mit der Lenkung. Die Räder brauchen halt auch so eine gute Sekunde, bevor die eingeschlagen sind. Dann sollte man eventuell erstmal vorher lenken und dann Gas geben. Dann klappt das wahrscheinlich auch etwas besser. Und generell nicht so schnell fahren. Na? Hallo? Nö, will er nicht? Warum nicht? Dann nehmen wir erstmal den hier vorne. Den nimmt er. Oh, richtig großer Baum gewesen. Aber es macht ja leider keinen Unterschied. Der passt nicht mal richtig hier drauf. Doch, es macht einen Unterschied. Es nimmt uns viel mehr Platz weg. Aber es bringt uns wahrscheinlich nicht mehr an Brettern. Das ist natürlich ein bisschen doof. Habe ich den vergessen zu zerteilen? Ich glaube, wir müssen den nochmal zerteilen, ne? Hat der Baum 4 gebracht? Hier. Ja, dann hat er anscheinend 4 Stück gebracht. Also bringen die dickeren Bäume doch was. Die sind dann einfach insgesamt 4 Stämme am Ende und nicht nur 3. Bleib liegen bitte. Nicht wieder runterfallen, danke. Und dann holen wir uns hier den Spaß noch. Wir holen uns erstmal die, die für längst liegen und fahren die vorne hin, weil ich glaube, sehr viel mehr passt dann sowieso nicht mehr drauf. Ach, perfekt. Habt ihr gesehen, wie schön ich hier daneben gefahren bin. Den haben wir. Okay, ich nehme es zurück. Nein, der fällt runter. Ach, Mist. Die fallen beide runter. Na gut, dann bringen wir erstmal die weg. Bringt ja sonst nichts. Ich hoffe mal, dass das klappt. Nein. Bitte. Ach, Mist. Bringt's was, wenn ich die noch ein bisschen anstoße? Nö, die treiben von hier einfach gar nicht. Obwohl, der Fluss geht erst so richtig hier vorne los, ne? Hier so. Jetzt. Nö, bewegt sich einfach nicht. Ach, schade. Ich dachte... Wir können die von überall reinwerfen, aber anscheinend doch nicht. Naja, dann werfen wir den nochmal hier ab. Greifen uns den wieder hier drauf und dann fahren wir doch wieder vorne hin. Und dann haben wir doch die
Trocknungsanlage gleich wieder voll und können in aller Ruhe nochmal zum Holzverkauf fahren und unsere nächsten Paletten an den Mann bringen. Sehr schön. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank erstmal fürs Zuschauen. Däumchen wäre ein Träumchen. Also nicht vergessen, Daumen hoch und Abo würde mich sehr, sehr krass unterstützen, damit hier auch schön viele weitere Let's Plays kommen und ihr natürlich davon auch nichts verpasst. Wir sehen uns morgen 20 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.